So, und wir sind gerade noch mal geradet worden von Strategie-Ecke. Vielen Dank noch mal dafür. Also vielen, vielen Dank, Max. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, dann schreibt die doch ruhig. Also für alle, die gerne mehr darüber wissen. Und ey, es ist nicht teuer. Es ist mega cool. Die Kampagnen machen Spaß. Es sieht zwar ein bisschen abgeranzt aus, weil es halt auch ein altes Spiel ist, aber ich kann es nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen. Okay, ich glaube, wir sind ansonsten auch mit der Runde durch. Wir rekrutieren hier noch einen Bogenschützen. Da oben bauen wir eine Kirche. Truppen haben wir soweit bewegt. Nichts so wahnsinnig Spektakuläres, was ihr ansonsten verpasst haben könntet. Wir brauchen irgendwann noch mal einen Spion. Euer Wille geschehe. Den kriegen wir jetzt aber gerade nicht in Riga. In Novgorod will ich jetzt, glaube ich, mal keinen bauen, weil die laufen so lange bis hier runter. Ja. Ja. Wir haben zwei Spione hier unten. Hier bilden wir die Armee fort. Ich habe die so ein bisschen zusammengelegt, falls ihr das noch gesehen habt. Ja, und wir gucken jetzt in die nächste Runde. Unsere Prinzessin müssen wir auch noch irgendwie gucken, dass wir die unter die Haube kriegen. Oh! Was habe ich da gesehen? Kreuzfahrer? In Kairo? Ich habe die Kreuzfahrer gesehen. Wir gucken mal. Wer fährt denn da zu Kreuze? Nee. Der ist nicht gut. Der General, der ist nicht gut. Den nehmen wir nicht. Guck mal hier. Die Venezianer. Die wissen, wie man Kreuzzüge macht, ne? Der nächste geht nach Byzanz. Okay. Mission gescheitert, ja. Kaufmannsgilde ist enttäuscht. Ja, I know. Ägypten ist die fortschrittlichste Seite. Na, super. Ungarn und Mailand machen ein Bündnis. Super. Dann werden wir bald nicht nur gegen Ungarn, sondern auch noch gegen Mailand kämpfen müssen. Baubericht ist fertig. Gut. Boleslaw ist volljährig geworden. Wow, das ist ein guter General. Das ist ein guter General, der Boleslaw. Wir bilden die Kasachen hier fort. Müssen aber natürlich auch so ein bisschen schauen, was er hier vorhat, Die ne? Schlacht wird unsere Differenzen klären. Sind jetzt aber keine Armeen, wo ich sagen würde, da muss ich unbedingt einen Stellt euch Ausfall mir in der Schlacht. riskieren, ne? Ich Das ist hier noch freue nicht mich so auf der den Kampf Fall. mit euch. Wir räumen hier gleich noch ein Wir bisschen werden auf. niemals aufgeben. Ja, das war mir klar, dass der an die Wie Stadt lautet ran euer will. Befehl? Ja! Vorwärts! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Also, das sind Mut und Ehre, Nummer der Soldat! Uno. Eure Befehle? Ich möchte gerne mit dir hier hin. Abrücken! Ich sorge dafür, dass ich euch Geh du mal in die töte. Armee rein, dass die nicht Ja, irgendwie zu den Rebellen Befehle unserer überläuft. Armeen zu sagen, ist mir. Wenn ihr einen Kampf wollt, So, das kommt da er ist einfach näher. easy. Stelle mich dem Feind ehrenhaft Das machen wir entgegen, gerade einmal Herr. manuell, weil die schießen wir alle Fasst weg. Mut, Männer! Gott stellt sich mit. Augustus Wamba, danke für die Frage. Du fragst, sollte man das Spiel original oder mit Mods spielen? Also ich spiele es sehr gerne original. Aber frag mal hier rum im Chat. Es gibt viele Leute, die das mit Mods spielen. Also es gibt auch coole Mods für das Spiel. Stainless Steel ist, glaube ich, so die populärste, würde ich sagen. Es gibt auch, glaube ich, ich weiß nicht, gab es für Medieval 2 eigentlich auch mal so eine Schlacht um Mittelerde-Mod? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Okay, das sieht irgendwie doof aus, was ihr da macht. Dann lauft mal so. Das ist jetzt keine spektakuläre Schlacht, ja. Wir gehen einfach nur hier ran und schießen die Einheiten alle weg mit unseren Fernkämpfern. Das ist jetzt also nichts Sehenswertes. Deswegen mache ich das auch auf sechsfacher Geschwindigkeit. Wir treffen diese Edelmänner halt nie, ne? Die Edelmänner, Das sind so Standard. Alter, warum kannst du die Einheiten hier nicht positionieren? Das sind so Standard-Fernkampfeinheiten der Die feindliche Armee Polen. flieht. Ja, Schlacht Ihr müsst sie fortsetzen, bitte. verfolgen und zur Strecke bringen. Und die sind unfassbar schwer zu treffen, weil die recht stark gepanzert sind. Die haben übrigens auch einen Fernkampfangriff. Also die sind auch sehr stark für schwere Kavallerie. Und ihr seht es ja hier, ne? Die schießen alle. Da schießen irgendwie Das 300 ist ein Leute auf den einen klarer Typi und Sieg. wir treffen den nicht. Die nur Männer von großer. Ja, naja, egal. Ist ein altes Spiel. Wobei, Fun Fact ist heute Gott manchmal immer hat noch so, uns ne? den Sieg gebracht.
Okay. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Das ist übrigens unser Seitenanführer. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Bauen wir die Stadtgarde zuerst in Kiew? Das Rathaus ist auch gut. Es gibt einen Bonus auf die Gesundheit, dann wächst die Bevölkerung hier schneller. Mach das mal. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Und du gehst hier rein. Nächste Runde werden wir da drin, ne? Okay, gut. Das passt. Das passt. Hier unten die Verteidigung ganz schwach momentan in Yazzie, aber ist okay. Riskieren wir. Weil es ist wichtiger, Kiew zu halten. Es leuchtet, glaube ich, ein. Mehr oder weniger selbsterklärend, warum wir Kiew behalten sollten. Was machen wir mit dieser dänischen Prinzessin? Was machen wir mit der dänischen Prinzessin? Wir haben noch den Papststaatendiplomat, wir haben noch den byzantinischen Diplomaten. Das bringt mir eigentlich nicht viel. Ein französischer Kaufmann. Du könntest versuchen... Nee, der ist schon verheiratet, ne? Und die fehlt euch. Der Gott Gojimir. Euer König wird sich gut auf einem Pfahl machen, ausländischer Abschaum. Masovia. Der ist bereits verheiratet. Was verlangt ihr von mir? Die kann nämlich andere Charaktermodelle heiraten und dann kriegst du die als General. Das ist sehr cool. Aber bei Polen würde das auch, glaube ich, nicht funktionieren, weil wir mit Polen halt im Krieg sind. Ne? Also ich würde dann eher vorschlagen, such doch mal einen ungarischen General. Vielleicht kannst du einen ungarischen General heiraten, du bist ja noch jung und knusprig. Ja. Das Alter spielt tatsächlich bei den Prinzessinnen eine Rolle, denn das Spiel ist natürlich zeitgemäß entwickelt worden. Und je älter die Prinzessin wird, desto schlechter werden ihre Chancen, dass man sie noch mit irgendjemandem verheiraten kann. Semyon, du nimmst bitte diese Truppen hier mit. Und ich sag an Parasakul nochmal ein großes Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank. Potenzielle Gatten in der Armee, dann habe ich es übersehen am Boss. Danke, ja. Okay, dann habe ich es übersehen. Macht. Ja, vielleicht macht es doch was. Wir gucken mal, ja. Ich respektiere nur Stärke und die fehlt euch. Ja, lauf mal hier hin und versteck dich da im Wald. Vielleicht locken wir in deinen Hinterhalt, wobei wir den nicht durchziehen müssen tatsächlich. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Halten hier Wache, mein Herr. Genau, bau hier noch einen Wachposten hin und dann boss ich auch noch einen hin. Wir machen hier Rast, Männer. Und diese Provinzen hier überlassen wir den Türken, damit die nachher von den Mongolen als erstes angegriffen werden, wenn die hier ankommen. Denn ansonsten sind wir der Prellbock für die Mongolen. Ich habe das immer lieber, wenn das eine andere Fraktion machen muss. Ja, unsere Hauptstadt bauen wir ja gerade aus. Helsinki bauen wir gerade auch aus. Wir können jetzt auch mal einen Bogenschützen hier rekrutieren. Die Bauernbogenschützen lösen wir auf. Wir werden niemals aufgeben. Ja, ist ja schon in Ordnung. Wie lautet euer Befehl? Das ist nur eine Einheit. Okay, dann pass auf, dann nochmal die 3 da rein. Ja, natürlich. Befehle, Herr. Der ist relativ neu, ne? Sollen wir den auch mal nach Vilnius schicken? Schick den mal nach Vilnius. Morgen marschieren wir weiter. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Super, jetzt kannst du nicht weitergehen, weil der Typ dich blockiert. Das ist auch so endlos dumm, ne? Ehre, euch zu dienen, Herr. Okay,
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einheiten hier drin. Okay, eine Einheit lösen wir dann doch wieder auf. Das hat jetzt geklappt. Es hätte eben knapper sein können, aber es hat jetzt so ganz gut hingehauen. Da ich mein Volk liebe, kann ich euch nicht lieben. Ist schon in Ordnung. Wir bauen hier. Bauen wir hier noch. Bauen wir die Straße aus. Straßen auszubauen ist immer sehr wichtig in den Spielen, damit man möglichst weit ziehen kann mit den Armeen. Na, weil du kannst dich jede Runde nur. Eine gewisse effektiv gegen Panzer und Kampfrüstung, wenn der Kampfgeist Ausdauer. Defensivrüstung, Schild, Trefferpunkte, Rekrutierungskosten und halt. Ey, du kannst dich ja in jeder Runde nur eine gewisse Distanz weit bewegen. Und dementsprechend, ich mach mal ganz kurz hier meine Webcam aus, dass ihr den Text auch mitlesen könnt. Und dementsprechend wichtig ist es natürlich, Bewegungsreichweite halt zu haben, ne? Drusina stammen noch aus den Zeiten der Wikinger und ihr Erbe zeigt sich in ihren bösartigen Äxten. Okay, gut, alles klar. Nee, den Text, den haben wir schon mal gelesen. Aber sie dienen Anführern oder Adligen als Leibwache, obwohl sie meist beritten in den Kampf ziehen. Kämpfen sie auch gern zu Fuß, ganz im Stil der alten Wikinger. Und hier haben wir abgesessene Boyarsöhne. Das wäre, glaube ich, so eher das Ding, was wir... Obwohl, wir könnten die beide nehmen. Warte mal, Moment, die exakt gleichen Werte. Die haben unterschiedliche Waffen. Was hast denn du? Einen Streitkolben? Nee, Quatsch. Hier, so, noch einmal kurz ausmachen. Da steht es auch. Effektiv gegen Panzerung, Kampfbonus in Wäldern oder Schnee, guter Kampfgeist, Ausdauer. Effektiv gegen Panzerung, Kampfbonus in Wäldern oder Schnee, guter Kampfgeist, Ausdauer. Hier steht dann, diese Söhne russischer Adliger, meist Zweitgeborene oder Söhne armer Bojaren, schließen sich zu abenteuerlustigen Gruppen zusammen. Sie können sich eine gute Ausrüstung leisten und tragen leichte Kettenhemden oder Lederrüstungen und für den unberittenen Nahkampf eine Axt. Unterscheiden sich also kaum die Einheiten. Ne? Ist dann aber ganz interessant, wenn man davon dann, halt eben eine bunte Truppe eben haben kann. Ne? Sollen wir schon in die Burg Thorn investieren? Also wir sind dann, wenn wir sowas hier wie die Pflasterstraße bauen, ja, das wäre aber schon wichtig, aber dann sind wir halt auch hier wirklich, wie man so schön sagt, committed, ne? Herr? Ja? Sehr gerne, Herr. Da droht gerade keine... Ich bewege mich leise vorwärts. Okay. Ich begebe rüber. Mich in Position. So, wo war nochmal unser Prinzesschen? Hier. Eure Majestät? Potenzielle Gatten in dieser Armee. Ah ja, euer stimmt, König tatsächlich. Wird sich gut auf einem Pfahl machen, ausländischer Abschaum. Wow, okay. Gebt mir eure Länder, das macht es einfacher. Wow, okay, er ist ein bisschen, ja, direkt. Direkt, er ist ein bisschen direkt. Okay. Ich glaube, wir sind schon fertig mit der Runde. Wir machen in den Runden manchmal auch nicht wirklich viel. Stopp, Helsinki? Nee, hatten wir, ne? Smolensk? Nee, Vilnius? Nee. Ritterliche Stelle vielleicht. Bojarsöhne und Kasachen. Die sind hier günstig. Der Typ, der macht die Gebäude günstiger. Komm, mach das. Oh, dann haben wir aber keinen finanziellen Puffer mehr. Nee, warte lieber noch. Warte lieber noch ein bisschen. Warte, Kreuzritterarmee der Franzosen, seht? Habt ihr es gesehen? Zu den Mauern! Der Feind belagert uns! Habe ich auch gerade gesehen. Ich frage jetzt nicht, was eine Kreuzfahrerarmee der Franzosen hier in Russland zu suchen hat, wenn der Feldzug ganz offenbar in Ägypten stattfinden soll. Aber okay. Der Kreuzzug. Lauere zwischen den Bäumen. In der kleinen asiatischen Region Magnesia wurde ein Erz gefunden, welches Eisen anzieht. Auch kann daraus ein Stück Metall hergestellt werden, welches sich immer nach Norden orientiert. Genauso verlässlich wie ein gläubiger Muslim, der sein Haupt gen Mekka neigt. Ja, okay. Das Spiel ist ein bisschen älter. Dieses eigenartige Phänomen wurde in einem kleinen Gerät namens Kompass festgehalten, der sich bei Kartenzeichnern und Navigatoren immer größerer Beliebtheit erfreut. Da sie behaupten, dass die Kunst der Forschung und Kartenherstellung nun kaum mehr auf vagen Schätzungen basieren würde. Ein großes Problem bleibt natürlich immer noch, nämlich die Längengrade, denn die konnte man erst deutlich später damit irgendwie auf der Erdkugel
verorten, weil das ja willkürliche Einteilungen sind. Blockiert den Hafen. Und zwar den Hafen von Stettin müssen wir blockieren. Und das Ganze auch noch für eine Runde. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Das heißt, wir werden mindestens 3 Schiffe brauchen, sonst schaffen wir das noch nicht mal bis dahin. Wir sind die fortschrittlichste Seite, okay. Ungarn und Ägypten sind im Krieg und Venedig und Ägypten sind wieder im Krieg. Das ist das Tollste, dass die einen Waffenstillstand hatten, ne? Und guck mal, wir haben jetzt gerade Kairo belagert. Das ist auch so geil. Ich mache einen Waffenstillstand mit dir. Ach übrigens, hier ist meine Fullstack. Bam. Es ist mir eine Ehre, edler Herr. Aber ich muss wachsam bleiben. Da ist der französische Erbe. Es ist mir eine Ehre, aber warum ich? Und da hast noch eine ungarische Kreuzfahrerarmee, wo nur der Ritter drin ist. Ey, was geht? Welche Ehre, mein Herr. Ja, ja. Bin auf Reisen. Aha. Ich fahre morgen fort, mein Herr. Ist schon okay, Schwester, ist okay. Kommt mir zu nah und ihr werdet sehen, dass nicht nur eine Lady in mir steckt. Das war die polnische Prinzessin, die das gerade gesagt hat. Wir wollen es nicht rausfinden, was noch alles in ihr steckt. Wir wollen es nicht rausfinden. Ja, wir müssten eigentlich die Frucht voll gebauen, aber die ist teuer. Warte mal lieber noch mit Riazan. In Riga haben wir jetzt das Rathaus gebaut. Euer Wille geschehe. Komm, wir greifen erstmal den Typen. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Sie haben den Rundenbericht schenken wir uns. Welche Siedlung wird jetzt belagert? Kiew. Okay, ja. Rekrutierungsbericht ist easy. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir Ach komm, ey, Gnade. Diggi, nie ehrlich. Dafür werden. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ah! Es ist so dämlich. Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Ja, bauen wir hier noch einen Wachturm hin, damit ich das Meer ein bisschen besser im Blick habe. Halten hier Wache, mein Herr. Ja, also das ist tatsächlich etwas, man muss diese Gefechte auf sehr schwer in diesem Spiel, die musst du immer selber austragen. Ne? Bewegung! Ansonsten passieren böse, böse Dinge. Ja, Herr. Wie lautet euer Befehl? Ja, das könnte interessant sein, hier einen Befreiungsschlag zu unternehmen. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Bricht es mal bitte ab. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Das ist hier der Hauptmann Sobislav. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Oh, so viele Katapulte wieder. Durch Stärke und Ehre werden wir siegen, Männer! Welches gesamte Ziel hast du für die Kampagne? Oh shit, jetzt habe ich die Ansage übersprungen. Ja, die werde ich nächstes Mal dann zeigen. Die Generäle halten immer so Ansprachen und verhöhnen dann die Gegner. Das ist ganz witzig. Wobei, wenn du das Heilige Römische Reich spielst, da sind die am besten auf jeden Fall, finde ich. Kalashnikov fragt nochmal, was das Ziel für die Kampagne ist. Das Ziel für die Kampagne ist es eigentlich, alle Roms einzunehmen, nämlich das erste, das zweite und das dritte Rom. Das dritte Rom, Moskau, besitzen wir ja bereits. Das zweite Rom wäre dann Byzanz und das erste Rom ist verständlicherweise Rom selbst, ne? Warte mal, der kann mich so angreifen. Was heißt das, du willst so deine Katapulte abfeuern? Greift ihr mal an. Pass auf, du gehst mal hier hin. Nee, stell dich hinter die polnischen Edelmänner. Da darf er eigentlich nichts treffen. Erben schicken wir auf die Flanke.
Na, ihr seht, wir beschießen die halt die ganze Zeit mit Pfeilen. Die haben auch nur so einen ganz kleinen Schild. Die haben keinen richtigen Schildblock. Nur noch die Hälfte der feindlichen Schießt mit Gottvertrauen mit der Artillerie in seine eigenen Einheiten rein. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wow. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Guck mal hier, ne? Die hauen sich auch gegenseitig und so. Das war schon damals ganz cool gemacht. Also für damalige Verhältnisse war das einfach Porno, ne? So detaillierte Kampfanimationen. Der feindliche General ist tot. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ja. Das gab's. Schlacht fortsetzen, feige, bitte. Der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Das ist kein regulärer General. Ihr lauft mal zurück. Das Autofeuer aus. Machen wir das Autofeuer an. Jetzt wischen wir einfach nur noch auf, ne? Einfach hinterher alle Pfeile raushauen. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Kaum Einheiten verloren. Hier 10 Kasachen bei der einen. Schade, aber ja, viel Friendly Fire dabei, ne? Hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Was machen wir mit den Gefangenen? Das ist nicht viel, ne? Ich würde sagen, wir fordern ja, Lösegeld. Wir können okay. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich respektiere nur Stärke. Und die fehlt euch. Ja, wir werden das jetzt sehen. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Gott hat uns den Sieg gebracht. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Also ihr seht hier die Kommandowerte unseres Generals. Das, eine Sekunde, ich blende nochmal ganz kurz die Webcam aus. Da sieht man halt, ne, so für ein Autogefecht würde das so einen Bonus geben. Auf sehr schwer funktioniert das aber nicht mehr. Da ist es zu krass randomisiert. Aber da steht dann auch immer so eine Fähigkeitenbeschreibung dabei. Das ist auch ganz witzig. Das haben wir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Auf dem Schlachtfeld geschieht stets sein Wille. Er ist ein wahrer Meister der Kriegsführung. Und bei ihm steht zum Beispiel, kaum ein taktisches Genie, aber er zeigt eine gewisse Begabung als Anführer. Ne? Das ist eigentlich auch sehr schön und detailliert gemacht, ne? Wir können auch Nachtgefechte machen. Die reduzieren die Moral feindlicher Einheiten. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Taggefechte sind mir lieber, weil wir dann besser treffen mit unserem Bogenschützen. Ah, marketable skills. Hi, greetings to you. Are you ready to stream? Are you prepared for the German invasion? Not the Russian invasion today, but the German invasion. As usual. Okay, also wir... wir kämpfen jetzt hier im Wald und man kann das auch nicht ausblenden und so. Das ist eigentlich ganz witzig. Das ist wirklich so ein krasses Handicap. Unsere Einheiten schießen im Wald nicht so gut. Die sind zwar verborgen, aber die treffen dafür halt eben auch schlechter, ne? Hier sehen wir jetzt auch da, ne? Da kommen seine Armus... Ah, guck mal, da ein Armus-Schützenmiliz dabei, ne? Ist ja auch mal ganz gut, das zu sehen und zu wissen. Weil ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, unsere Einheiten, die kriegen, also weil wir auf so einer, wir spielen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, das heißt die Computergegner, die kriegen keine Mali mehr durch Terrain oder sowas, im Gegensatz zu unseren Einheiten, die also immer das volle Programm abbekommen. Nein, nicht in die Stadtmiliz rennen. Schießt auf ihn. Man greift den mal an oder tut zumindest mal so. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Oh, okay, gut, cool. Er will das so haben. Wenn wir weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Oh, die fliehen schon. Die sind zerrüttet. Schießt bitte auf diese Stadt mit uns.
feindlichen Streitmacht ist übrig. So, ihr greift jetzt mal bitte diese Armbrustschützenmiliz an. Guck mal, die Stadtmiliz kämpft bis zum letzten Mann. Auch das sind so Sachen, das passiert halt auf höchster Schwierigkeit, passiert das ganz gerne mal, ne? Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Sehr gut. Seht, wie feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Die Alternative hätte, glaube ich, darin bestanden, unsere Prinzessin zu heiraten, nicht wahr? Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Okay. Lauere zwischen den Bäumen. Ja, also was können wir hier machen? Lösegeld wieder fordern, ne? Wir können... Oh, das hat er angenommen, gut. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Das ist egal, aber wir gewinnen. Wir gewinnen, wenn wir uns zwischen den Bäumen verstecken. Herr? Jo? Sehr gerne, Herr. Ich mache morgen weiter. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Boah, Alter, so viele Katapulte. Wie kann man nur so viele Katapulte haben? Pass auf, wir verstecken uns hier im Wald. Denn wenn würde ja wohl an dieser Straße da vorbeilaufen, ne? Sehen wir da eigentlich was im Tooltip? Shift-Taste? Ja, warte, da war was. Ne, okay, gut, doch nicht. Warte, doch so sehen wir es hier, ne? Ne, da sehen wir nur, dass Waldland ist, ne? Okay. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, aber ist okay. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Zur Not kannst du dich noch zurückziehen. Die öffentliche Ordnung hier ist bei 70%. Das ist nicht wirklich viel. Wir sollten also hier noch ein paar Einheiten reinstellen. Vielleicht auch mal jetzt was ernst gemeintes. Wie zum Beispiel irgendwie einen Speerträger, einen Waldbewohner und einen Bauernbogenschützen. Oder warte mal, anstatt dem Bauernbogenschützen, stellst du mir bitte noch, rekrutierst du noch einen Kasachen. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil dann können wir da nämlich noch ein bisschen mehr Nachschub bekommen. Denn was wir gerne haben wollen ist, wir wollen ja gerne mit dieser Hit-and-Run-Taktik weitermachen. Ihr habt ja gesehen, wo die Stärken von diesem Ding liegen. Ne? Du reitest ran, schießt eine Riesensalve Pfeile ab und schwächst den Gegner damit nachhaltig. Und dann reitest du die ganze Zeit um den rum, versuchst immer die Schwachstelle zu finden, um ihn in den Rücken zu schießen. Das funktioniert sehr gut. Ne? Die Briten, also, weil Amboss das noch fragt, die Briten einen Bogenschützen haben, wie man ja hier sehen kann, warte mal, wo ist es da? Der Ansturmbonus hier ist 2, ne? Und bei der Generalsleibwache ist der Ansturmbonus 5. Die Werte unterscheiden sich halt nicht so krass. Trotzdem, du nimmst es eher eigentlich, um so die letzte Moral zu brechen. Das kannst du tatsächlich sehr gut machen, wenn du keine Munition mehr hast und der Gegner, sagen wir mal, du, bei dieser Armee hier, das ist auch schon ein oder zweimal passiert. Denk dir den Typen mal raus, ne? Wir haben 6 berittene Bogenschützen. Die haben keine Munition mehr, sind aber noch 2 Einheiten übrig. Und das funktioniert dann tatsächlich wirklich gut, wenn du die dann umzingelst, diese 2 Einheiten, weil die aufgrund der hohen Verluste hat die Armee bereits schon einen krassen Moralmalus und ist eigentlich schon kurz davor zu flüchten. Und dann greifst du die so einmal von links, einmal von rechts an, beziehungsweise auf dem Bildschirm jetzt umgekehrt, weil ne, das Kamerabild gespiegelt ist, und einmal von hinten, einmal von vorne. Und dann kriegen die 4 Flankenangriffe und das reduziert die Moral der gegnerischen Einheiten sehr stark. Du wirst damit sehr gut, fahren. Ja. Ich begebe mich in Position. Jetzt wollen wir uns aber noch ganz kurz hier um die Befreiung von Kiew kümmern.
Ich denke, diese Armee hier sollten wir angreifen. Er hat auch schon was gebaut, um Kiew anzugreifen. Und man sieht halt auch hier, ne, der schickt auch immer noch mal Leute nach, ne? Der schickt immer noch mal Leute nach. Da musst du dich halt so gut drauf vorbereiten. Und das ist für uns auch noch mal, das auch noch mal so der Grund, warum wir mit ganz vielen Kasachen spielen. Das ist unsere beste Vorbereitung. Das sind sehr mobile Truppen. Sie sind sehr schnell auf dem Schlachtfeld. Sie sind sehr verheerend. Das ist das Beste, was wir... also berittene Bogenschützen ist das Beste, was wir hier gegen diese ganzen... gegen diese ganzen Invasionen hier machen können. Ne? Noldor Viking. Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Sagst gerade hier, ne, die Russen sind hier gewissermaßen zu einem Turkvolk geworden. Das ist insofern total interessant, weil dieser Begriff der Turkvölker ist ja so ein Sammelbegriff für ganz viele, ich würde mal sagen, nomadisierende Stämme, die man nicht genau oder nicht immer genau identifizieren kann. Ich fand das auch mal sehr witzig. Es gibt tatsächlich, also ich habe mal mit den Hunnen gespielt bei Total War Attila und habe dann auch so ein bisschen, was ich erzähle in meinen Let's Plays auf YouTube, ja immer irgendwas über Geschichte, ne? Was, ne, so, was sind so die historischen Hintergründe von dem Spiel? Und ich lese auch immer Bücher für meine Let's Plays und da habe ich dann da habe ich auch ein Buch über die Hunnen gelesen. Und, also wissenschaftliche Literatur, ne, jetzt nicht irgendwie so ein Sternartikel oder so, ja. Und bei den Hunden ist das auch so, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wo die herkommen könnten. Also es gibt ja Leute, die sagen, das sind die Xiongnu aus dieser mongolischen Randzone zu den chinesischen Siedlungsgebieten. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, das ist so ein proto-sibirisches Turkvolk. Oder beziehungsweise das, so ein Turkvolk, die nicht so nah an der chinesischen Kulturrandzone gesiedelt haben. Also Kulturrandzone jetzt hier im Sinne von Sesshaftigkeit, Ackerbau betreibend und so weiter und so fort. Aber auch eine nomadisierende Kulturform. Und dann kamen auch tatsächlich Leute bei diesem, die Kommentare stehen da glaube ich auch immer noch, da kamen auch tatsächlich Leute, die lesen dann Turkvolk. Und da gibt es so Leute, die behaupten, und es gibt tatsächlich, es gibt auch in der Türkei Leute, die behaupten heutzutage, die Hunnen wären Türken gewesen. Und du kannst halt einfach nicht, das sind Sammelbezeichnungen, häufig, also diese Bezeichnungen damals sind häufig Sammelbezeichnungen, genauso wie es halt hier die Türken gibt, das sind noch nicht mal die Osmanen, ja, also das sind nicht die Osmanen, das ist, der Begriff Türken wird hier verwendet, wie die mittelalterlichen Geschichtsschreiber den verwendet haben, ja. Also nicht wie die Leute den damals selbst verwendet haben. Man könnte das wesentlich differenzierter machen heutzutage. Aber das Spiel ist ja schon ein bisschen älter, ne? Ist klar. Und diese Turkvölker mit dieser nomadisierenden Lebensweise, das können alle möglichen Völker gewesen sein und in den seltensten Fällen kennen wir die konkreten Ursprünge, wo die herkommen und wir kennen auch in den seltensten Fällen halt genau, was diese, was jetzt so deren, Sprache, Schrift und ähnliches war. Wenn du Glück hast, dann findest du irgendwelche Grabbeigaben in irgendwelchen Häuptlingsgräbern und dann kann man Rückschlüsse auf die Oberschicht ziehen. Aber wie wir auch wissen, bei vielen dieser nomadisierenden Völker war das so, das war nicht immer eine Ethnie, die da rumgezogen ist, sondern das können auch verschiedene Ethnien gewesen sein. In der Regel weißt du dann aber nur was über die Oberschicht, weil von den normalen Kämpfern, sage ich mal jetzt so, ne, findest du nicht immer unbedingt die Überreste. Und bei den Hunden zum Beispiel, jetzt nochmal ein anderer Vergleich, ne, bei den Hunden hast du das so, da kannst du sogar zu so einer Art Häuptling aufsteigen, auch wenn du überhaupt gar kein Hunne bist. Hunne heißt, bei den Hunnen heißt, du bist ein Hunne nur, wenn du
wenn du wie ein Hunne lebst und kämpfst sozusagen. Ja, das ist also kein ethnischer Begriff. Das ist mega kompliziert und das ist bei den Turkvölkern ist das halt ähnlich. Es gibt zum Beispiel auch so einen schönen Begriff in der Sprachforschung. Ich weiß nicht, ob der heute, mein Wissen ist da jetzt schon ein bisschen älter, ne? Ich würde mal sagen, so 5 Jahre veraltet wahrscheinlich. Aber vielleicht sieht dieses Video hier irgendwann mal ein Linguist und kennt sich da besser aus und kann das dann in den Kommentaren richtig stellen. Aber wenn ich mich nicht irre, also es gibt zum Beispiel diesen wunderschönen Sammelbegriff der proto-sibirischen Sprachen, ja. Und zwar, das sind alle Sprachen halt so aus, so in der Spätantike und in der Antike und im Frühmittelalter, das sind alle Sprachen irgendwie so östlich des Kaukasus, die man nicht zuordnen kann. Das sind dann alles irgendwie proto-sibirische Sprachen. Na, das ist auch ein riesen Sammelbegriff. Kann man auch, man arbeitet da häufig mit Sammelbegriffen und darauf dann, also von davon ausgehend dann auf moderne Ethnien zu schließen, ist mehr als kompliziert. Also das würde ich auch sagen, ist, das geht eigentlich nicht wirklich. Ne? Wollt, kommt doch einfach nicht. So, ganz schnell noch hier, einen Wachturm wollte ich ja noch bauen, ne? Da hinten. Damit ich so grob sehe, wann ich mich auf eine Hundeninvasion einstellen kann. Mongolen-Invasion. Wir machen hier Rast, Männer. Ja, komm, bau das Ding hier fertig. Das kann man hier immer noch lassen in Moskau. Befragung machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Also wir machen gleich eine kurze Pause. Achso, ja, lass mich mal gerade gucken. Wann kann ich denn eine Pause machen? Ich könnte jetzt eine machen. Dann machen wir das ganz kurz. Machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.